will mir mal meine hier gekauften Waggons ein bisschen näher anschauen. Rauspacken und näher anschauen. Sie sind sehr schwer. Bin echt gespannt. Okay, da ist nochmal ein Plastik drüber. Also verpackt sind sie wirklich gut. Diese Waggons von, was nicht mit so einem Juif, französisch ausgesprochen, nehme ich an. Und sie schauen wunderschön aus. Also der Waggon selber ist jetzt nicht mehr so schwer. Offensichtlich ist die Verpackung sehr schwer, aber das ist schon in Ordnung. Dann halten sie auch gut. Es ist drinnen alles eben eingerichtet. Ich werde schauen, ob ich das jetzt da öffnen kann. Ah, da sehen wir Stromabnehmer. Das ist auch schon vorbereitet. Das heißt, wir können auch diese, also Tönen, wahrscheinlich habt ihr das jetzt gesehen, da hat Stromabnehmer hier. Der Waggon, wie ihr sehen könnt, für die Innenbeleuchtung. Und die Innenbeleuchtung möchte ich auch selber machen. Ich muss jetzt nur schauen, wie ich das darunter bekomme, ohne dass ich es. Kaputt mache. Weil kaputt machen möchte ich da jetzt wirklich nichts. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Sie machen gute Beweglichkeit, wie ich sehe. Gell? Also das ist gut, da ist eine Feder drinnen, wie man sieht. Gell? Also die Kupplung ist recht gut gemacht. So. Also wie kriegt ihr von diesen Horn von, was ist das? Hornby Hobbies Juif Waggons den Oberteil runter. Ihr seht hier 1, 2, 3, 4 auf jeder Seite solche Zapfen, die natürlich da hineinpassen. Ich habe in einem Forum jetzt den Tipp bekommen, eben wenn ihr das runternehmen wollt, mit am besten sowas aufzuspannen und ein Plastik reinzugeben, wie ihr das seht. Es ist ein bisschen eine Fummelei, es geht nicht gleich immer alles rein, aber wenn ihr das hauptsächlich eben die da in der Mitte eben mit jeweils auf beiden Seiten mit einem Plastik da wegbekommt, dann geht das schön herunter. Wie ich da jetzt sehe, ist der Waggon offensichtlich bereits mit Licht ausgestattet. Jetzt sind da Lämpchen drinnen. Das muss ich dann wirklich ausprobieren. Und für sich habe ich eigentlich ist dabei gestanden, dass das Digitalisieren oder das Lichtfunktion extra eingebaut muss werden und dass das extra was kostet. Aber ich bin gespannt. Schaut aus, als wird alles okay sein. Ja, müssen wir dann schauen, wenn wir dann auf die Bahn, auf die Schienen das geben, ob die Lichter leuchten oder ob wir da noch irgendwas brauchen zum Starten der Lichter, das sehe ich da nicht. Was ihr da vielleicht jetzt schon sehen könnt, die Inneneinrichtung, die ist wirklich schön gemacht, muss ich sagen. Das ist jetzt der Schlafwagen. Man sieht diese Betten, da sieht man eben Couch, die sind bläulich, muss sagen, das ist recht schön gemacht. Könnte jetzt dann natürlich da gleich Männchen einsetzen, wenn ich welche bereit hätte. Gut, ich werde das jetzt da wieder raufgeben. Das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit, man setzt das einfach wieder drauf.
und drücke das nach unten und schon ist es wieder drauf. Was mir runtergefallen ist, ist eben die eine Kupplung der Rückseite. Aber es ist eben überhaupt nicht notwendig, da hinten oder irgendwas zu entfernen. Es ist einfach nur notwendig, jetzt zeige ich es euch, weil jetzt habe ich es ja zugemacht, einfach nur notwendig, da mit dem da hineinzufahren und dann so eine Plastik hineinzuschieben. Es geht nicht immer gleich auf einmal. Das hakt man das mal. Aber ihr seht, irgendwann geht es dann. Und wenn ihr das dann geschafft habt, dass ihr das beidseitig drin habt, dann geht das schon fast von alleine herunter. Also ein kleiner Tipp. Ich habe jetzt kein Video noch gefunden über diese Waggons, wie diese Waggons zu öffnen sind. Das wäre jetzt ein kleiner Tipp von mir gewesen. Und ja, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen helfen können. Ihr könnt sehen, der Waggon ist auf den Gleisen und die Innenbeleuchtung leuchtet. Das heißt, offensichtlich kriegt man diese Waggons. Sie waren auch nicht wirklich sehr billig, aber eben es ist dabei gestanden, digitalisieren und eben gehört, ja, digitalisieren müsste dann noch extra gemacht werden, damit man das eben irgendwie ein- und ausschalten kann. Aber die Innenbeleuchtung, die man eigentlich auch angeboten hat, mir einzubauen, die ist schon drinnen. Wenn ihr diese Wegen da kauft, das ist eben ein Dreier-Set, hat die Zahl HJ4163 und dann gibt es eben Bindestrich 1, 2 und 3. Ist ein schöner französischer Waggon. Gut, ich habe die beiden anderen Waggons auch ausgepackt und wie ihr sehen könnt, leuchten auch die wunderschön. Die haben natürlich jetzt auch eine tolle Inneneinrichtung. Mal ein bisschen vor. Da sieht man es dann, die Inneneinrichtung, eben die Lampen an jedem Tisch. Oder ja, Tisch, was das ist, bei jedem Sitzplatz Lampen. Auch bei den Türen teilweise leuchtet es, zumindest bei den letzten Waggon sieht man, dass dann auch bei den Türen noch leuchtet. Also ich bin von diesen, ich gehe ein bisschen rüber, versuche das da näher zu bringen, ohne dass ich da was, ja, sonst wäre das Dings vor der anderen, bei dem leuchtet es noch stärker. Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Und was ich auch sagen muss, sie fahren sehr, sehr gut. Auch auf meiner Bahn, dort wo ich oft mit Loks Probleme habe, fahren die drüber, diese Waggons, obwohl sie lang sind, und ohne ein Problem. Sie kommen nirgendwo an. Sie haben kein Problem bei den Weichen. Sie fahren alle drei Waggons wunderbar. Also ich muss sagen, Qualität kostet natürlich etwas, aber das hat sich wirklich ausgezahlt, diese drei Waggons mir zu kaufen.